Sieht relativ knapp aus, aber ich glaube, ich sollte es halten, Leute. Okay, ich nehme alles zurück. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Be Monster by Head. Wir spielen Legion Tower Defense 2 im Patch 8.0. Ich bin mal gespannt, wie der Patch so ist. Harpien wurden ja gebufft. Darf ich nicht vergessen. Ich will die mal ausprobieren. Ich mag die zwar nicht, aber ich würde die gerne trotzdem ausprobieren. Also ich habe eine komische Kombo. Akan. Jünger brauche ich wahrscheinlich hier nicht. Dafür kann ich den hier gehen. Noch mehr Tankiness. Magic Damage habe ich. Meh. Schauen wir mal. Bauen die mal hier. Obwohl, wir bauen die mal nicht da, sondern. Ich muss mal kurz überlegen, wo ich den Tempest später baue. Der Tempest kommt hier hin. Ne, hier hin kommt der Tempest. Der zweite kommt da drüber. Das heißt, wir machen es erstmal so. Dann gehen wir auf den Worker. So. Gegner macht schon mal ein King-Upgrade. Ist in Ordnung. Mein Gegner spielt Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger wurden genervt. Die Angler wurden gebufft. Kopfgeldjäger haben weniger HP. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn auf Wave 3 mit einem Grobian bestrafen kann. Also Kopfgeldjäger-Start würde ich nicht mehr machen, Leute. Kann ich nicht mehr empfehlen. Auf keinster Weise. So, 5 Worker gehen wir safe. Er hat schon wieder King Upgrade gemacht. Das heißt, mir sollte nichts passieren eigentlich. Wir machen mal hier eine Callquappe, damit die HP direkt losgeht, wenn die Gegner da sind. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann machen wir die ersten Tanks hier vorne, würde ich sagen. Nicht vergessen, den Grobian zu schicken. Sieht relativ knapp aus, aber ich glaube, ich sollte es halten, Leute. Okay, ich nehme alles zurück. Jawohl. Boah, es sieht echt knapp aus bei ihr. So, der sollte eigentlich liegen. Er hat es echt gehalten, Leute. Schade. Für mich persönlich ein Desaster. Aus dem einfachen Grund. Mal hier können wir auch noch was machen. Aus dem einfachen Grund, weil ich in der Wave 3 gewartet habe auf den Grobian, kein Gold gesendet habe. Auf Ende Wave 2.
Mein Kollege scheint zu halten. Oh, nice. Gut gehalten. Sehr gut gehalten. Machen wir jetzt schon einen Tempest? Kann man in Erwägung ziehen? Ich habe eine ganz komische Bauordnung, Leute. Der Skorpion King wurde nicht direkt gefokust, was nicht gut ist. Aber ich hoffe, es reicht trotzdem noch. Aber ich denke ja. Ja, reicht auf jeden Fall. Der wird es nicht schaffen. Kopfgeldjäger, Wüstenpilger. Ich glaube, statt Grobiane schicke ich einfach Unholde oder Kanonenschützen. Dann kriege ich das gesamte Gold. Welchen Zauber haben wir überhaupt? Flohmarkt, Überschnacht und Erlöser. Ist irgendwie alles nicht so nice. Alles irgendwo nicht nice. So, Schirmqualle, die bräuchte ich auch eigentlich 180. So, er schickt Grobian. Ist gar nicht mal so dumm von ihm. Oh nein, Leute, mein Split ist grauenhaft. Ich kann nur hoffen, dass die noch eine Menge Schaden raushaut. Macht sie tatsächlich noch. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber schauen wir mal. Ja, Wurzelquelle gegen den Felsling. 1 gegen 1. Mit Heal Reduction. Ach, so knapp. So knapp, Leute. Er hält es auch nicht. Wir alle halten es nicht. Das ist ja witzig. Party. Aber wir haben nicht so viel geleakt wie die Gegner. Das heißt, der Damage bei uns sollte gering sein. Ich kann auf die Schirmqualle gehen. Ohne Probleme. Und dann kann ich auf Worker gehen. Easy peasy. So, Schirmqualle. Ich bin kein großer Fan von der Schirmqualle, aber... Also allgemein... Wurzelqualle ist crap. Die ist wirklich einer der schlechtesten Units ever. Aber sobald man die Schirmqualle hat, ist sie okay. Und auf 7 und auf 8 hilft mir die Schirmqualle wirklich zu überleben. Und derzeit... kann hier meine Himmelskönigin Damage machen. So, ich schicke hier wieder. Das Problem ist aber nur, dass mein Split gerade so insane schlecht ist, dass meine Himmelskönigin gefokust wird, aber aktuell sind nicht zu viele zu ihr gegangen. Das heißt, ich muss mal langsam vernünftig splitten. So, auf Tempest könnte ich jetzt noch gehen. Ich hoffe, es reicht mit 190. Ich glaube, es reicht mir sogar genau. Entweder kostet er 180 oder 190. Ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Das Gold habe ich leider nicht bekommen. 190 genau, sehr gut. So, die Idee ist, warum ich die Himmelskönigin hier gebaut habe zuerst, ist, dass ich hier noch einen Tempest baue, dann kriegt sie direkt den Doppelbuff. Wenn ich sie hier gebaut hätte, dann hätte ich den Tempest anders bauen müssen und dann, ja.
Nicht so nice. Ich meine, geht zwar auch, aber... Ja, schaffen wir easy. Brauche jetzt keine große Überraschung. Wir gehen mal auf 10 Worker hoch. Er ist auf den Häuptling gegangen direkt. Interessant. Könnte er halten, wahrscheinlich sogar. Ja, er wird es halten. Aber das, den Opener habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich krieg meinen Gegner irgendwie nicht richtig zum Leaken. Das stört mich gerade. Mir fehlt 5 Gold. Ich verkaufe dann die lieber. Brauche hier mal einen vernünftigen Tank. Hat er schon Kingpin gebaut, ist die Frage. Nein, hat er noch nicht. Oh, das schlechte Split wieder von mir. Er liegt gut, mein Kollege liegt auch gut. Die haben sich gegenseitig gesteinigt irgendwie. Kopfverschein. Wir gehen mal wieder auf die Kanonenschützen. So, wir schenken uns auch noch gegenseitig Gold. So, wir brauchen Verteidigung. Wir müssen erstmal den hier upgraden, damit ich vernünftig splitten kann. Und wir machen noch eine zweite Himmelskönigin. Sollte ein guter Upgrade sein eigentlich. Es sieht nicht unbedingt danach aus, aber es sollte locker reichen. Oh. Gegner baut Kingpin. Das heißt, es wird er locker schaffen hier. Aber ich habe ihn gezwungen, den Kingpin nicht zu maxen. Das ist schon mal ein Anfang. Aber der hat schon mal über 100 Punkte, also so... Ist schon worth, aber nicht optimal. Also ihm fehlen gute 35 Mana-Punkte, das sind 70 Schaden auf dem... auf den Kingpin. Weniger. Macht schon einen Unterschied. Er hat leider den großen Vater überhaupt nicht geschafft. Aber dafür ich. Helfe ihm da aus. Dafür kriegen wir beim Gegner King damit schreien. Ist in Ordnung. Muss ich nur schauen, wie viele Punkte ich im Minus bin. Ordentlich, würde ich sagen. Sollte aber trotzdem reichen. Jetzt muss ich mir nur kurz überlegen, was ich bauen oder Überstunden. Machen wir Überstunden. Ich habe 14 Worker, kann man... Ich würde sagen, ab 13 Worker lohnen sich Überstunden. Alles, was davor ist, immer so... nicht unbedingt gut. Und der hat Kingpin. Kingpin ist auf 12 broken. Auf 13 ist er okay.
Auf 14 nicht mehr. Also ich könnte jetzt die ganze Zeit safen auf 14. Ob das schlau ist, eine andere Frage. Aber er hat schon brutale Verteidigung für 12. Muss man schon sagen. Das Problem ist, wenn ich jetzt nichts sende, falle ich immer weiter zurück, weil mir das Gold fehlt. Ich würde sagen, wir senden, Leute. Gegner liegt mit einem Lino. Das ist ein guter Leak für 80 Mythium. Hier kommt das Riesenwildschwein. Gibt nochmal ordentliche Verteidigung. Und hier kommt der zweite Messerschmidt. Der beste Name. Messerschmidt, ey. Und hier könnte man noch eine HP bauen. Die upgraden, dann kriegt sie auch den Doppelwurf später. Der Gegner wird es wahrscheinlich locker halten. Aber er nicht. Oder? Ja, wird er nicht halten. Ja. Das war nicht schlau, dass ich den Kingpin zu dem Kingpin geschickt hatte. Hätte ich lieber Income geschickt, das wäre in Ordnung, aber ich habe Aura Units geschickt. Das heißt, ich habe weniger Geld zurückbekommen. War nicht ganz schlau von mir. Kann sogar sein, dass uns genau dieser Punkt das Spiel gekostet hat. Das geht tatsächlich noch. Ja, ich habe meinen Gegner so ein bisschen gefeedet. Aber er baut echt auch gute Units für die ganzen Waves, die jetzt kommen. Es wird echt schwer, ihn zu punishen. Also ich muss auf 16 gehen oder so. Oder 15. Ne, 15 ist auch noch gut. Ich muss echt auf 16 gehen, Leute. Ich möchte bei 16 schicken. Gibt einfach keine andere Wahl für mich aktuell. Wir haben schon mal ein paar King-Upgrades, also sind mir auch ein bisschen safe. Das sollte ich im größten Teil auch halten können. Noch ein Tempest. Das heißt, die wird schon ordentlichen Damage machen. Genau wie die hier. Er ist sich unsicher, aber ich glaube, letzte Runde hat er doch was gesendet bekommen. Also ich mache mir jetzt keine großen Sorgen hier unbedingt. Kann sein, dass ich hier jetzt leaken werde, natürlich. 420, puh. Das ist natürlich mega viel. Aber ich behaupte, ich werde es halten.
Schauen wir mal. So, den gleichen Fehler hat er jetzt bei mir auch gemacht, den ich vorhin gemacht habe. Ja, ich würde sagen, ich habe insane gut gehalten. Ich gehe mal nur auf ein paar Worker. Ich würde dann noch ein bisschen Mischchen behalten. Ich brauche noch mal Geld für 15. Also die neuen Harpien gefallen mir, glaube ich, aktuell. Scheint eine ganze Ecke besser zu sein. War noch 75, das ist tatsächlich in Ordnung. Wir machen mal ein paar Upgrades an den Seraphinen hier. Vielleicht nochmal die Verteidigung erhöhen. So, ich habe wieder 300 Punkte aufgeholt. Er hatte, glaube ich, 500, ne Quatsch, 700 Punkte mehr. Und ich kann mich auch vertun, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe auf jeden Fall aufgeholt. So, das erste, was ich brauche, ist ein Vierauge. Das brauche ich unbedingt, ohne den wird das hier nichts. Dann brauche ich den Rudelsführer. Damit es richtig reinschallert. Er wird den, glaube ich, nicht schaffen, so wie es aussieht. Obwohl, knappe Geschichte. Ich würde sagen, nee, schafft er nicht. So, 895 Punkte sind sehr, sehr viel. Wir machen aber die als Verteidigung. Und ich könnte hier die ganzen upgraden. Wir bauen noch eine Himmelskönigin, würde ich sagen. Vielleicht noch eine. So, zack, zack. Nochmal ein bisschen was mitschicken. 540 schicke ich ihm. Mal gucken, ob das hier reichen wird. Der Vierauge geht schon mal auf die richtigen Units. Nicht auf die rechte Seite, sondern auf die linke Seite. Ist mega wichtig. Weil hier sind die Tanks, hier waren nur die Stufe 1 Units. Oh, mein Kollege liegt unglaublich viel. Ey, der wird's echt halten, ne? Der Typ hat eine unglaublich gute Verteidigung, leider. Ich meine, ich auch. Ich habe auch 340 aufgehalten. Immerhin. Mein Kollege ist dafür gut durchgekommen, das heißt, King Damage sollte durchkommen. Aber bei denen auch. Und, oh, ey, das sieht echt nicht gut aus. So, wir gehen aber full auf Worker. Hab ein bisschen geschlafen. Theoretisch hätte das schneller gehen können. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil 17, Kingpin ist OP auf 17. Also nicht so ein bisschen, sondern wirklich OP. So, wir graden den ab. Der ist hier mega broken. Machen wir das Ganze so.
Auf Wave 18 hat er gar nicht so viel tatsächlich, aber er hat die Magie-Units da. Schwierig. Es ist echt schwierig, ihn zu bestrafen. Ein Doppel-Vier-Auge wäre... Naja, der hat hier auch ein Hades. Ich brauche es gar nicht zu versuchen. Jetzt habe ich auch Hades. Auch eine Möglichkeit. Mit Ross. Ross ist sehr gut hier. Dann nehme ich hier den hier raus. Ja, viel mehr habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich bei 19 schicken sollte. Also bei 18 auf jeden Fall nicht. Es macht keinen Sinn auf 18. Das wird er locker halten. Bei 19 wäre eine Option. Oh, wir haben so viele Points. Die mir fehlen einfach. Mir fehlen unglaublich viele Points, Leute. Ross, wir machen First des Todes. Ein Hades kriegen wir immerhin. Immerhin noch durch. Aber es wird im Leben nicht reichen. Mein Kollege wird auch nicht durchkommen, glaube ich nicht. Ich glaube, das war es auf jeden Fall. Also kann mir nicht vorstellen, dass wir das hier noch halten. Haben wir, glaube ich, ein bisschen zu lange gewartet. Besser gesagt, ich habe zu lange gewartet. Aber bei 18 hätte ich ihn auch nicht zum Liegen gebracht. Also der hat auf jeden Fall gut gespielt. Kann man nicht meckern. GG. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich verloren habe, aber es gehört nun mal dazu, man kann ja nicht immer gewinnen. Ihr kennt es ja selbst. Abonniert diesen Kanal, das würde mich super freuen, Leute. Ihr würdet mich unterstützen. Wir werden immer größer und größer und das gefällt mir echt. Und eure Kommentare, danke für eure Kommentare, Leute. Freut mich immer, wenn jemand was schreibt. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag und be one step ahead. Haut rein, ciao.